So, hi ihr Lieben, ich bin hier mit Jesse. Jesse, willst du mich mal kurz vorstellen? Ja, ich bin Jesse, ich bin aus Kalifornien, den USA. Ich bin das Lacrosse Trainer hier at TSC Eintracht. And today, me and David are going to give you a little tour, bilingual, both English and German, showing you and teaching you some of the different sports we have here at Eintracht. Genau, wir werden euch eine kleine Tour geben. Wir starten hier an den beiden kleinen Fußballplätzen. Das ist Kunst. Und die sind eigentlich dafür da, also hier findet die TSC Fußballschule statt. Und danach können hier die kleineren Kinder trainieren, sodass die Älteren auf dem großen Kunstrasenplatz genau trainieren können. So obviously, one of the biggest differences we have is, as you guys call it, Fußball, which makes a lot of sense. Football, right? We call it soccer for whatever reason. Football for us is American football, whereas what we play out here is soccer. And instead of a Platz, we would call it either a pitch or a field. Hier drüben haben wir dann nochmal einen kleinen Basketballplatz. Da können sich Jugendliche gerne auch mal austoben. Und hier findet auch unser Nachmittagskurs statt, der Windelrocker Outdoor-Kurs. Hier werden dann die ganzen Bobbycars verteilt und die Kinder können einfach mal spielen. Genau. Und Jesse wird uns einen kleinen Unterschied sagen zwischen den beiden englischen Wörtern. Yeah, so basketball is probably one of the most famous sports in America. It's actually an American sport that was invented somewhat recently in the late 1800s, I think around 1890, by a Canadian in America. So I noticed that David used the word Platz again, right, which seems to be interchangeable from like a field. And in basketball, anything that's like a hard court like this, we would just call it a court. So basketball, we have a court. Fußball, we would have a pitch or a field. Jetzt sind wir auf dem Weg zu den Lacrosse-Plätzen und Hockey-Plätzen. Kommt einfach mal mit. Yeah, right now we're heading our way to the Lacrosse and Hockey field. And das ist mein Büro. So, jetzt sind wir hier an den beiden Lacrosse-Plätzen bzw. Hockey-Plätzen. Und Jesse zeigt uns mal ein bisschen, was man alles für Lacrosse braucht. Ah, here you go, David. Thank you. So, this is our beautiful lacrosse field. We're very lucky here at TSC Eintracht. We have probably one of the best fields in all of Germany. So this is a lacrosse stick, or Schläger, as you might call it here in Deutschland. And in the game here, we would have a Tor, or a goal, that's about 6 feet by 6 feet, maybe about 180 meters, or sorry, 1.8 meters wide and tall. And the goal of the game is to pass a ball from the net into the Tor. Genau, also das Ziel des Spiels ist es, mit dem Schläger hier einen Ball in eines der Tore zu befördern. Hier auf dem Lacrosse-Feld oder Hockeyfeld. Und Jesse wird uns jetzt mal zeigen, wie man so einen Schläger bedient bzw. wie man so einen Ball wirft. Yeah, we're out here now, back on the lacrosse and hockey field. As you can see, this is our tour, our goal that we use. I have a long stick. David has a short stick here, and so in lacrosse, these long sticks are used by defenders, right, to really get out on that offensive player. And the short sticks are used by offensive players to try to score some goals. So let's see if we can catch and throw a little bit here. Nice. Oh, look at that. Genau, und jetzt sind wir auf dem Weg zu unseren Hallen. Und die erste Halle ist die HO45. Genau, von da nochmal mit. We'll see you inside. Hier in der HO4 wird zum größten Teil Group Fitness angeboten. Und hier werden auch die Kindersportkurse gemacht. Und da hinten in HO5 werden dann die Kampfsportarten ausgeführt. Yeah, so we're here in the Spielhall, which literally would translate to sports hall in English. We would normally refer to it as a gymnasium, though, or an indoor gym. The sports that they offer here in TSC Eintracht are fighting sports, which we would a lot of times refer to as martial arts. We also have kinder sports or youth sports that take place here, as well as gymnastics and some other things too. Genau, jetzt sind wir hier im Hauptgebäude. Hinter uns seht ihr, wie schon gezeigt, das Tolkas. Das ist unsere Gastronomie. Hier können eure Eltern während euren Kursen auch mal gerne Kaffee trinken. Genau, und ansonsten ist hier jeder willkommen. Yeah, we're very lucky here at TSC Eintracht. We have Toikas, which is a great restaurant and bar. As you can see, we have a great view of the field. So once everything's back and opened up, feel free to come by some time, get a beer, coffee, some food, and watch some sports with us here. Wir sind jetzt hier am Haupteingang und auf der rechten Seite befindet sich die Geschäftsstelle. Wenn ihr Fragen habt,
die landen dann immer hier oder ihr könnt auch gerne hier hinkommen und die werden dann alle beantwortet. Genau. Yeah, so in English we would call this the front office here. So anytime you place a call to TSC Eintracht and have a question, it's probably going to get picked up back in this office here. And if you're here and ever drop something or leave something behind, then we have our lost and found, which you would go to right over there. Genau. Hier wohnt der Hausmeister. Einfach bei verlorenen Sachen am besten zuerst hier fragen und dann werden die euch helfen. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Anbau. Da befindet sich dann das Studio. Zwei Hallen, eine Sauna und natürlich das Leiterbüro, wo die ganzen Abteilungsleiter ihre Arbeit machen. Yeah, tour's gonna keep going on. We have a couple more fitness studios to show you, as well as gymnasium and our great sauna, as well as our back office with some of the other workers here at TSC Eintracht. Genau, wir sind jetzt hier am Studioeingang. Wir können gerne mal reingehen. So we can go inside. Whispering right now, so you have to be a little quiet because we have a live course going on right now. A lot of times you can see these live courses on our website. As you can see, this is our fitness studio down here. We have our workout gym in there, and then you'll see Steffi giving a live class in the back, so we'll sneak in there for a second. Genau, wir sind hier im Studio E. Ja, hier haben wir unsere Trainingsfläche mit ganz vielen verschiedenen Geräten. Wir haben da hinten in der Ecke die Hantel. Genau, ansonsten eigentlich alles, was man braucht, um fit zu bleiben. And we're down here in our fitness studio or gym now. As you can see, we have just about every piece of equipment you could ever need to work out and get strong. We're also very lucky at TSC Eintracht. We have some great fitness coaches. So if you ever want to come by and get a good workout in, I'm sure they can help you out. Genau, wir sind jetzt hier bei den Leiterbüros, bei den Leitungsbüros. Hier vorne, wie gerade schon gezeigt, sitzt David Ringel. Der ist zuständig fürs Studio E und ist Vorstand Studio E. Ja. Yeah, we're back here in our offices or bureau. We have David Ringel, who works right back here. He's great. He runs all of our studio and fitness courses that we offer here at TSC Eintracht. So just a fun fact, what we have here, what would you guys call this in German? Ja, bei uns ist es ein Kicker. Kicker? So in America we would call this Fußball. Wir sind jetzt hier am Seminarraum. Hier, genau, die Mitarbeiter, wenn sie Pause haben, können sie einfach mal einfach drin chillen. Yeah, we're gonna peek our head in this conference room. I doubt anybody's in there right now because, you know, everybody's home. TSC Eintracht's closed, but let's see. Oh, hey, Victor, working hard, man. Yeah, what's going on? Good to see you. So this is Victor here. He's our mascot here at TSC Eintracht. Genau, das ist Victor. Victor ist unser Maskottchen. Ja, immer am Arbeiten natürlich, ganz viel zu tun. Keep up the good work, Victor. Good to see you, buddy. Okay, ja, wir sind jetzt hier bei den Hallen Half 1 und Half 2. Kommen wir einfach mal rein. Yeah, we're upstairs from the offices now. And we have some different studios up here and rooms that we use for our dance courses and fit group fitness classes. Genau. Hier finden zum größten Teil die Dance Company Kurse statt, also Tanzen und Group Fitness. Und hier in Halle 1 findet der Kindersport statt. Also hier bauen wir immer kleine Bewegungslandschaften für die kleinen Kinder auf, die Windelflitzer und die Windelrocker. Genau. Morgens treffen wir uns auch immer hier. Hier ist so unser Besprechungsraum in der Corona-Phase. Genau. Yeah, hopefully we'll see you guys here soon for some different fitness courses that we have for everybody. Genau. Wir sind jetzt hier noch mal die Treppen vorgegangen. Sind jetzt hier im Sammlerbereich. Können wir einmal reingehen? Yeah, so once you get done with your workouts here at Eintracht, you can come up top to the sauna here and relax. Genau, wir sind jetzt hier im Saunabereich. Zu meiner Rechten haben wir die finnische Sauna, die Bio-Sauna. Und hier zu meiner Linken die Infrarot-Sauna, die ein bisschen die Tiefmuskulatur geht, ja? Yeah, so as David just told us, we have three different saunas that we use here at Eintracht.
It's great. We have a finished sauna right here. We have our bio sauna here. And then we have our infrared sauna right next to it over here. Wir sind jetzt hier in der Chillout Lounge, ja. Wenn die nach dem Sauna, also wenn die Leute nach der Sauna noch ein bisschen entspannen wollen, kommen sie hoch. Eine schöne Aussicht auf den Kunstrasenplatz und den Lacrosseplatz und den Hockeyplatz. Yeah, so once you're done relaxing in the sauna, you can come to our chill lounge right over here and enjoy yourself here. Even if it's cold out, you can hang out here and watch some soccer or watch some field hockey or lacrosse. So kommen wir dann auch zum Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr nochmal die ganze Anlage des TSC sehen. Hier zu der Linken haben wir einmal genau den Hockeyplatz und Lacrosseplatz. Und dann rechts den Kunstrasenplatz bzw. die beiden Kunstrasenplätze daneben. Vielleicht kann man das auch ein bisschen sehen. Wir haben ziemlich viel Glück hier bei Eintracht Dortmund. Wir können nämlich das schönste Stadion der Welt täglich betrachten. Ja, das Dortmund-Stadion, den Signal Iduna Park. Ja, genau. Das nochmal so eine kleine Nebeninfo, vielleicht ganz interessant. So as you just saw, right across the way there, we have one of the most beautiful stadiums in all of Europe. It's where Borussia Dortmund plays, Signal Iduna Park. So thank you for joining us. This is the last stop on the tour. We're out here on our rooftop deck, which we hope you guys will come enjoy soon. For now, thanks again for joining us on this episode of Deutschland Cribs. We hope to see you here soon, and for now, stay safe, stay indoors, wash your hands.